Moin! Auf alle Fälle. Ich habe neue Basecap geschenkt bekommen. Ist die Aufkleber dran? Keine Ahnung. Jetzt lasse ich sie dran. Aber der ist schön, ne? Das Muster. Ja, fantastisch. Ist natürlich für die Arbeit. Und ich habe den ersten Tag frei. Nein, heute nicht. Das schaffen wir. Niemals. Lass mal Papa ein bisschen ausspannen. Genau. Und wenn Andrea später kommt und so, dann sitzen wir noch. Oh, herrlich. So, und jetzt müssen wir los. Hm. Ab in die Schule. Schöner Sonnenaufgang wieder. Wieder mal hier. Sozusagen. Und den habe ich jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich habe wahnsinnig viel zu tun natürlich. Wie gesagt, jetzt gibt es eine riesen Aufgabe für mich, was jetzt alles zu machen ist. Ein Riesenzettel. Soll ich mal in meiner Kammer anfangen. Die muss ich aufräumen. Den Computer einmal runterfahren. Aussaugen, alles schön machen. Arbeitsplatz sortieren und dann fange ich da an zu arbeiten. So, dann geht's weiter. Wenn ich den kleinen Arbeitsplatz sauber habe, dann muss ich mich durch die Wohnung reparieren. Und wenn das alles fertig ist, dann habe ich Zeit für mich. Dann kann ich meine Sachen machen. Ja, ich habe gerade ein bisschen geschlafen an meinem Geburtstag. Das ist doch auch mal was. Ich wollte nur sagen, jetzt ist eins, oder was hast du gesagt? Oder zwei? Es ist schon noch eins, guck mal, Viertel nach eins. Viertel nach eins? Ich bin gerade aufgestanden und irgendwie habe ich alle verpasst. Fakt ist, Achim hat mir hier was geschickt, vorbeigebracht, oder? Ja. Gesellschaft für faustdicke Überraschungen, die haben ja. Achso, er weiß nicht, ob da Preisschilder dran sind, wenn nicht, also abmachen und drin drauf gucken. Ja, ist ja nicht. Ich hab auch gedacht, aus dem Alter sind wir rausgekommen. Ja. Inkognito. Ja. Tortenwurfmaschine. Schön. Ah, wie sie alle Mühe gegeben denn? Das ist ja gut. Was haben wir denn? Meine Wohnung ist nicht staubig, sondern vintage. Genau. Das ist für mich eine Beleidigung. Ist ja für mal alles eine Beleidigung. Ich gebe mir hier so eine Mühe. Hier, kannst du mal Kühlschrankmagnet. Hier, kannst du ranmachen, ey. Nur mal wieder meine Bilder anhängen. Genau. Was ist das? Leg das Leben dir Steine in den Weg. Bau was Schönes draus. Ja. Das ist ja auch wichtig, so ein. So ein Kram haben wir da ja nicht. Stimmt. Wir haben noch nicht einen Kühlschrank beim Leben. Danke auch ihm. Danke, danke. Guck dir das mal an. Oh, gutes Rindesfleisch gibt's jetzt. Das Rindesfleisch. Das Messer ist voll stumpf. Vom Ruger gab's Waschpaste. Auch gut. Ja, da freut mich natürlich. Oh, wer war noch da? Mika? Mika wollte mit mir vorhin Kaffee trinken gehen. Da habe ich gesagt, naja, jetzt frühstücken wir gerade. Auch schlecht, aber den sehen wir ja am Sonntag, den Mika. Da sind wir ja auch im Geburtstag bei seinem Sohn. Das war's. Gut, Roy.
Schön, trotzdem, schön. Ach, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ist ja auch real. Prost, Mahlzeit. Ich bin total glücklich. Es war richtig schön. Heute gepennt. Oh, das ist aber gut. Das ist glücklich. Ja. Das klingt gut. Und ich muss nicht in den Laden. Das ist auch richtig gut. Ich setze mich gleich rüber und schneide den Tag von gestern zusammen. Ne, damit ihr auch nicht zusammen zu kurz kommt. Das mache ich noch. Da habe ich ein bisschen zu tun. Aber. Vorher essen wir noch was. Vorher essen wir noch was, okay. Okay, Leute. Oh, Mensch, meine Chaos hier, was ich sagte, vorhin aufräumen. Mein Chaoshaufen hier. Jo, da ist er. Yay. Also, ist ja nicht viel, weil es ist ja so klein hier alles, aber es muss auch mal aufgeräumt werden und hier unten mal entstaubt werden und hier liegt noch ein bisschen Silber rum, hier der Schatz vom Silberbasar. Hey, schöne Dose, wa? Die ist geil. Das ist eine Gebäck-Zuckerdose. Habe ich gekauft. Muss auch mal rüber, denn in die Schatzkammer quasi oder hier so ein Gebäck, so ein, was weiß ich, Zierteller, Ablageteller für irgendwas, wahrscheinlich für die Gebäckzange oder so, die man dann dafür nimmt und dann in die Dose reinzugehen. Oh, geil, ist genial, schönes Stück, gefällt mich, find ich gut. Ja, so eine Sachen liegen dann hier nur so rum, weil ich eigentlich den Hersteller rausfinden wollte, habe ich nicht rausgefunden. Naja. Kannst mal alles essen, aber darfst nicht alles wissen, nach dem Motto. Ja, das muss auf alle Fälle weg. Und jetzt mache ich hier für euch schneide ich den Vlog von gestern. Zurecht. So einfach ist das. Schaut mal, haben wir hier schon die Timeline voll. Wollt ihr eigentlich zugucken bei sowas doch mal? Soll ich das mal wieder mitlaufen lassen? Ich meine, jetzt ist ja langweilig. Ich puppel mir oft in der Nase dabei und was sind das hier? 8,5 Stunden? 9 Stunden, knapp 9 Stunden. 8 Stunden 53. Die muss ich dann beschneiden, zerschnibbeln. So dass am Ende für euch eventuell ein guter Vlog rauskommt. Das fängt immer an, morgens mit dem zerstörten Tommy beim Aufstehen. Ja, dann geht das weiter mit, wie Tommy aus dem Haus geht, im Auto durch die Gegend fährt, wieder zurückkommt, danach setzen wir und machen Kaffeekuchen, dann sitze ich ein bisschen am Computer, quatsche, esse, quatsche, lache, weine. Oh, der Baby, guck mal, wie sich freut, ist das nicht toll, wie sich gerade freut, oh, ist das süß. Ja, dann jetzt zum Laden, dunkler Laden, heller Laden vorne, Laden Mitte, Laden oben, Laden unten, Tretlager ist dabei, aber das werdet ihr ja dann alle sehen, naja, und so schiebt sich das durch den Tag, mit hier, mit da, mit Felix ist da, ja, kann ich schon mal, was hätte ich schon mal verraten, wie gesagt, wenn ihr das seht, dann, ja, und der Achim zentriert, genau, da ist ja, da habe ich mal Achim zentriert. Ja, so sieht's aus, ist es. Ja, das mache ich jetzt live. Wenn ihr wollt, könnt ihr zugucken. Dann machen wir das im Schnelllauf. Ich glaube, da ist noch eine Nase. Jetzt sieht er mal so richtig aus. Ungefähr sieht es aus im Schnelldurchlauf. Ich fummel mir auf dem Gesicht rum. Ja, Psychologen sagen, jetzt ist Ersatzbefriedigung, Stimulanz. Warte, auch immer. Ich würde sagen, es ist einfach Langeweile und mich vom Einschlafen abzulenken. Aber ja. Prost, Kaffee von heute Morgen.
30 Frames Sekunde. Fangen wir mal an, ne? Also ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann bin ich gleich hier und dann geht's los. Oh. Ja. So, das sind wir wieder und wir haben eine kleine Saison zusammen. Also, wie hat euch denn die Saison gefallen? War es toll, war es nicht so toll? Was kann man besser machen? Könnt ihr mir ja gerne sagen. Schreibt es in die Kommentare, was kann man besser machen? Werde ich natürlich auch nicht beachten und ich werde auch nicht darauf achten. Werde natürlich nichts davon umsetzen können, weil nächstes Jahr wird wieder genauso stressig. Mit anderen Worten. Doch, natürlich. Ich nehme es mir natürlich auch zu Herzen. Ja, ganz so bin ich ja nun auch wieder nicht. Aber bitte, ich bitte um Verständnis, dass man natürlich nicht jeden Vorschlag oder jedes Anliegen, was man an mich heran, dass ich jedes Anliegen, was man an mich heranträgt, auch umsetzen kann. Da ich ja eigentlich voll eingespannt bin. Ich würde mal sagen, ich lege einfach mal los. Ich kann mir zuhören. Hallo Schank, hier spricht Tapete. Drück doch mal ein bisschen ab. Der letzte Tag in diesem Jahr. Alles ist so wunderbar. Stüves greif. Die war süß. Ja. Die ist Skadi. Mit was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, ich erwarte meine Geschenke alle hier. Könnt ihr mir alle gerne zuschicken ziehen. Ich kaufe dir ein Buch, ein Spider-Man-Buch. Ja, stimmt. Naja. Das ist süß, ey.
Und das war's. Das war's. Oh mein Gott, Mann. 56 Minuten Abschlusswork und ich beende die Aufnahme für heute auch. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Mal schauen. Also macht es gut. Bis dann. Und was ich noch sagen wollte, gestern, die Karte war einfach voll und ich konnte nichts mehr aufnehmen. Deswegen konnte ich nicht mehr abmoderieren, vernünftig. Deswegen stoppt er so abrupt. Aber ich bin heute wieder da. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, sagte Tommy.